Stevens Bosch Performance CX Tiefeinsteiger der neuesten Generation, E-Universe heißt das Ganze, und die Tiefeinsteiger mittlerweile in einer Qualität wie Mountainbikes, mit Mountainbike-Bereifung mit drin. Das heißt, hier kann man auch wirklich mal egal welchen Weg fahren und einer hochwertigen Federung, die mit eingebaut ist. Das heißt, hiermit kann ich wirklich über Stock und Stein fahren. Ich grüße dich, stell dich mal vor. Ich bin der Tobi, wir sind heute im Konrad Fahrradladen und ja, heute stellen wir euch mal ein paar Stevens Bikes wieder vor. Stevens, kommen aus Hamburg. Genau, kommen aus Hamburg. Dort werden die Räder auch immer noch designt und konzipiert. Das ist so ein ziemlich familiärer Betrieb tatsächlich. Macht echt Spaß, mit denen zu arbeiten. Warum? Du hast halt immer einen Ansprechpartner, den du direkt erreichst. Und wenn du ein kleines Problemchen hast, wird das auch direkt behoben. Und gerade wenn du in der Werkstatt arbeitest und mit Reklamationen zu tun hast, ist das genau das, was du haben willst. Eine Lösung für die Probleme von Kunden, und zwar direkt. Was kann da schon mal vorkommen? Ja, das, alles Mögliche, was beim Rad halt passieren kann. Ein Kunde fährt irgendwie auf Natur, bleibt irgendwo hängen mit dem Schutzblech ausgerissen, muss schnell ein neues her für die nächste Tour, am besten noch am selben Wochenende. Und dann muss schnell der Ersatz her, und das ist immer cool, wenn man dann einen Ansprechpartner hat für sowas. Ja, Schutzbleche sind ja speziell. Jetzt die Gabel zum Beispiel, das könnte auch eine Gabel sein, die du im Zubehör irgendwann mal kriegst. Das heißt, die Hersteller versorgen dich auch dann mit den Ersatzteilen. Genau, also die halten extra immer so ein bisschen Ersatzteile vor. Das macht halt die guten Hersteller auch aus, dass du für die Räder, die du bestellst, auch immer ein bisschen was bei denen schon auf Lager hast. E-Universe 7.6. Für was steht in der 7.6? Ist es so die Evolution? Genau, also 7 ist so ein bisschen die Evolution, das heißt gehobene Qualitätsstufe. 6, das steht für den Akku, haben wir 625 Wattstunden Akku drin. Also ist schon ein gut ausgestattetes Trekkingrad. So, die Bereifung mittlerweile richtig Mountainbike-mäßig, aber die hat so viel Luft drin, das spricht für Komfort, oder? Genau, also es sind schon relativ dicke Ballonreifen. Der Lucier checkt gerade ab, wie dick genau. Es sind 57 mm. Ich habe nur geguckt, was es für Durchmesser in Zoll alt ist. Ne? Wenn du mal gerade so einen Finger mal daneben hältst, dass man das mal sieht. Du hast also eine richtig stollige Bereifung. Hallo Lucien übrigens. Hi Sven, grüß dich. Hi. Stollige Bereifung, du hast Mountainbike-Gene. Und das Wichtige ist ja, wir haben ja kein Oberrohr hier bei dem Fahrrad. Das Ganze funktioniert ohne Oberrohr. Sogar so gut. Gibt es da einen Unterschied jetzt? Mit Oberrohr wäre ja noch stabiler. Du würdest es wahrscheinlich so minimal merken, wobei wir hier ja eine extra Verstärkungsstrebe noch drin haben. Also da flattert jetzt nichts in der Kurve, egal wie schnell du unterwegs bist. Auch wenn du in der Kurve stark bremst, da wird nichts ausbrechen. Also es ist schon ein sehr steifer Rahmen. Guck mal, hier ist Hamburg, das kenne ich. Ist das das Rathaus? Ich weiß gar nicht mehr. Weiß es jemand? Nee, egal. So, dann gucke ich mal gerade, wir haben das neue Bosch-System hier drauf und ich hoffe, ihr korrigiert mich, wenn es... Nee, es ist das Best-2-System. Es ist Best-2, aber... Konnektivität ist da möglich. Also wir haben hier das Kiox-Display, wo wir auch mit App und uns das auch mit der E-Bike-Bosch-App auf dem Handy anzeigen lassen können, die ganzen Sachen. Wir können ein Pulsmesser hier sehen, dass wir zum Beispiel so ein Garmin oder so Brustgurt dran machen, Trittfrequenz, Wattstunden. Also wir können hier auch die Daten auf den Rechner ziehen oder aufs Smartphone. Das ist hier auch schon alles möglich. Also wir hatten jetzt wirklich auch ein sehr cooles Display hier, wo man bei einem abnehmen kann magnetisch und halt die Daten auf dem Gerät halt speichert. Also hier ist halt das Gehirn noch im Display drin, nicht wie bei den anderen neueren Systemen oder anderen Systemen, dass das hier in der Remote-Mode ist. Ne? Siehst du hier, der hat eine Lichtsteuerung mit drin. Wozu ist die Tasse? Nur zum An- und Ausmachen? Nee, das ist ein Fernlicht. Wenn das Fernlicht leuchtet, ist es wie beim Auto halt stärker. Das ist ja mal geil. Das heißt, das ist auch gekoppelt mit der Bosch, oder? Das heißt, das läuft auch über die Bosch. Ich kann es über die Bosch auch steuern. Also du kannst genau das Licht über die Bosch an- und ausmachen. Ja. Genau, also das Lichtkabel ist halt unten im Motor eingesteckt. Und dementsprechend ist die Steuerung halt dann auch vom Bosch-System. Kleine Ergänzung noch von mir gerade, weil eben habt ihr zwei diesen E-Universe-Schriftzug beschrieben. Da ist ja noch das Plus und das FIQ drauf. Ich weiß nicht, das sieht man hier an der Strebe. Das Plus steht, dass es hier sich um ein 180-Kilo-Modell handelt. Ich weiß nicht, ob es auf der Strebe auch drauf ist. Ja. 180 Kilo? Genau. Ist das das Gesamtsystemgewicht? Genau, oder? Wo man halt hier mit sich bewegen darf. Das heißt Fahrer mit Zubehör, Klamotten und halt das Fahrrad selber. 180 Kilo, das hast du nicht so oft, oder? Beim Tiefeinsteiger? Nee, das hast du nicht so oft. Das ist eine Gattung, die jetzt immer mehr und mehr kommt. Für Leute, die halt also, nicht nur schwer und breit sind, sondern auch große Leute. Weil wir haben oft mal Kunden, die sind 2 Meter und die sind dünn und sind trotzdem 120 Kilo. Und dann geht es nicht, wenn das Rad nur 130 Kilo maximales Systemgewicht haben darf. Ne? So, Rectime-Gepäckträger, das Original.
schlechthin. Scheibenbremsen, auch das alles aus dem Mountainbike-Bereich. Das heißt also, hier hast du immer mehr Ausrüstung aus dem Thema Mountainbike Hardtail. Gibt es das auch ohne Schutzbleche? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, gibt es so tatsächlich nicht ohne Schutzbleche. Wird zwar auch eine Gruppe, die so langsam kommt, also quasi Tiefeinstiegs-Mountainbikes, aber hier müssten wir das noch vor Ort umbauen. Wird sich aber tatsächlich dafür eignen. Also du hast die Bremsanlage schon angesprochen. Vorne haben wir eine 4-Kolben-Diore, hinten eine 2-Kolben-Diore. Also sind wir wirklich im gehobenen Mountainbike-Bereich unterwegs. Aber, Shimano, gell? Genau, Shimano. Mhm. Aber man bedenke ja auch 180 Kilo Systemgewicht. Das heißt, da müssen die Bremsen auch einfach abliefern. Und da macht es eigentlich auch Sinn, dass es so ausgestattet ist. Warum vorne 4 Kolben? Nur kurz zur Erklärung. Gut, vorne die Bremse ist eigentlich die wichtigste. Darfst natürlich nicht komplett zuhauen, da kannst du dich auch mal überschlagen. Aber gerade vorne brauchst du eigentlich mehr Bremskraft als hinten, weil du da ja auch vom Schwerpunkt am meisten Kontrolle drüber hast. Luftfedergabel. Ja. Das ist ganz schön. 30 von Santur, ne? Ja, das. 34er Standrohre, dick, schön breit, dass die auch gut einstecken kann und verbindungssteif ist. Also es ist schon im Trekkingbereich eine der besseren Luftgabeln, weil da oft kleine 28er oder 30er Stahlgabeln verbaut werden. Also das ist schon so, wo man die ganzen Vibrationen im Arm nicht komplett abkriegt. Ne? Also wer sich nicht auskennt, man kann die Luftgabel sehr feinfühlig auf das Fahrergewicht einstellen. Und gerade bei Fahrrädern, die 180 Kilo Systemgewicht haben, da hast du vielleicht mal einen Fahrer, der wiegt vielleicht mal 120 Kilo und der nächste mal 70. Also das wäre ja möglich. Und dann wäre natürlich bei dem mit 120 Kilo, wäre die Feder wahrscheinlich mit etwas mehr Druck, nehme ich an, belassen. Und der etwas leichtere, dann geht da Luft raus vorne. Ja, genau so. Also da kann man halt dann schon im PSI-Bereich im Einstelligen das schon ganz fein aufs Gewicht einstellen. Das soll man auch unbedingt machen lassen, weil das macht schon sehr viel vom Komfort aus und natürlich auch von der Langlebigkeit. Also wenn das Ding viel zu weich ist, ist natürlich auch nicht gut fürs Material. So, im Fachhandel sollte man das Ganze natürlich kaufen. Das Thema Service, Ersatzteile, Zusammenspiel, Rahmen und so weiter. Ist das ein gutes Fahrrad fürs Geld? Also ich glaube, das ist tatsächlich von der Preis-Leistung ist es echt ein super Produkt. Preis, was kostet? Da sind wir bei 4,5 knapp, also 4.499. Genau, ja. Habt ihr ein Preisschild da, dass ja, ich das mal filmen kann? Mal kurz mal schauen. Da ist es, guck mal hier, 4.499 Euro, aber mit dem großen Bosch-Motor, stärkster Motor von Bosch? Genau, der stärkste Bosch Performance Line CX-Motor mit dem 625, also auch einem großen Akku drin, den man noch entnehmen kann, mit einem schnellen 4 Ampere Ladegerät dabei. Darf ich das mal sehen? Könnt ihr mal die wegmachen, die Kappe mal von dem Akku? Ja, klar. Weil das man einfach mal sieht, das heißt, den nimmst du ab, den kannst du rausnehmen. Das ist ein Intube-Akku, das heißt, der ist innen drin und der hat 625 Wattstunden. Die Reichweite ist jetzt stark abhängig, Körpergewicht, dann Topologie. Genau, also Höhenmeter, also Reichhöhe ist natürlich immer ein Thema und Körpergewicht, Systemgewicht beziehungsweise dann eher. Ich meine sogar, ob du Gegenwind hast oder nicht, macht schon einen Unterschied. Aber ich denke mal, im Schnitt wird man da schon seine 70 Kilometer mitfahren. So, dann kann man rausnehmen, kann man aufladen. Und das Schöne ist natürlich, wenn man es mal in Zwielichtigen, sollte man es vielleicht eh nicht abstellen, aber wenn man es überhaupt mal abstellt, ist mal länger weg, kannst den Akku auch mitnehmen und die Klappe offen lassen. Da haben nämlich schon viele Diebe keinen Bock mehr. Wenn hier das Display fehlt, der Akku fehlt, dann ist eigentlich der Rest macht dir nicht mehr so viel Spaß. Genau, wenn dann noch ein vernünftiges Schloss dran ist, dann wird wahrscheinlich das Rad eher nicht mitgenommen. So ist das. Aufladen kann man es ja immer noch von unterwegs. Bitte. Das ist ja auch das teuerste an dem E-Bike generell oder am Pedelec, wo viele Leute sagen, warum kostet das denn jetzt 4.000, 5.000 Euro? Ein normales Rad mit der Ausstattung XT oder was auch immer, Shimano, wird halt die Hälfte kosten. Ja, Leute, das Ding ist aber auch, wir haben hier einen Akku, der allein schon 800, 900 Euro kosten kann, bis zu 1.000, wenn er ein großer ist. Und der Motor ist halt auch ein Kostenfaktor. Die zwei Dinger treiben das Ganze. Hier finde ich es noch ganz cool. Was ich eigentlich nur sagen wollte, ist diese Halterung, wo Stevens hier reingebaut hat. Ne? Das ist vom Hersteller immer individuell. Haben einen schönen Griff. Das sieht jetzt so trivial aus. Das ist einfach nur hier so ein... Aber vielen Leuten flutscht der Akku auch mal aus der Hand raus. Also wichtig, bitte vergleicht das nicht mit irgendwelchen China-Bikes. Da kosten Akkus im Nachrüsten vielleicht 300 oder 400 Euro. Oft sind die gar nicht zertifiziert zur Verwendung. Das... muss ja in bestimmten Kraftfahrzeugen, je nachdem, wo es drin ist, dann auch noch eine EC-Kennung haben und so weiter. All das ist bei Bosch der Fall und die Akkus halten auch lange.
Das heißt also, ihr habt wenig Akkus, die auf einmal so aussteigen, oder? Genau, also die Ausfallquote ist sehr gering. Also wir verkaufen schon sehr viel Bosch-Systeme und die Reklamationen halten sich ja echt schwer in Grenzen. Und da sind es auch dann nicht die Zellen, die irgendwie beschädigt sind, sondern da ist dann eher die Platine, die dann vielleicht mal was hat. Aber das kommt echt sehr selten vor. Und vor allem, die halten auch richtig viele Ladezyklen aus. Also offiziell ist mal so die Rede von 600 kompletten Zyklen, bis er dann mal merklich an Leistung verliert. Aber wir testen die ja auch immer mal wieder, wenn ein Gebrauchtrad verkauft wird oder so. Und die halten richtig, richtig lange. So, hier sind wir. Verstellbarer Vorbau auch noch mit drin. Das kann ich also genau anpassen, auch vom Winkel her. Die Sportlichkeit, du hast eine Sattelstütze, die auch an der Ampel sich absenken kann und auch auf die Körpergröße eingestellt werden kann. Wir sind heute am 14. Juni 2023 mal wieder bei dem E-Bike-Händler Deutschlands in der Pfalz. Pfalz ist groß, wo sind wir denn? In der Glockenstraße 4 in Kaiserslautern, unterhalb vom Stadion. Das ist, ihr seid in welcher Liga jetzt, Kaiserslautern? In der zweiten. Zweite Bundesliga? Ja, ja. Echt? Tendenz nach oben. Das war nicht immer so. Die war mal in der ersten Bundesliga, gell? Ja, die war mal in der ersten, aber das ist schon richtig lange her. Ein Meister gab es auch mal in grauer Vorzeit. Aber es war ja lange, war mal in der dritten unterwegs, jetzt sind sie wieder in der zweiten. Ich glaube, da gehören sie hin. Ach so, die sind aufgestiegen, oder? Ja, ja, ist gerade dieses Jahr frisch aufgestiegen. Ich habe ja keine Ahnung von Fußball, aber ich habe ja Spezialisten hier. Das Ganze kann man hier übrigens auch testen, wenn er nach Kaiserslautern kommt. Man kann bis zum Betzenberg die Fahrräder testen und eine schöne Bergstrecke. Man hat auch hier in der Fußgängerzone, kann man es ausprobieren. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei Konrad Green Bikes. Das Ganze in Kaiserslautern in der Glockenstraße 4. Glockenstraße 4. Tschüss. Ciao.